Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Shadow of the Tomb Raider, zweites DLC, The Pillar. Und wir sind ja auch schon natürlich in dieser Schöpfungsprüfung. Und es ist mir schon klar, dass wir natürlich vor diesem starken Wind uns schützen müssen. Was der Lopez geschafft hatte, schaffen wir logischerweise auch. Die Brücke ist bestimmt durch ein Erdbeben eingestürzt. Was für eine Brücke? So, wir haben ja hoffentlich nichts übersehen. Kann man da runter? Und wenn ja, gibt es dort was? Nee, ne? Das ist wohl nur dann, damit man weiß, okay, man kann von dem Wind runtergepustet werden. Wo kommen eigentlich die Blätter her? Ständig dieses Laub. Ein mächtiges Laubgebläse vor den Fenstern. Okay. Zeit zum Testen wahrscheinlich. Was passiert, wenn ich da gegen schieße? Aha. Okay. Sie konnten die Tür nicht öffnen, also haben sie gesprengt. Und sind drunter durch wahrscheinlich. Okay. Gibt's denn nicht mal ein Lager so zum Zwischenspeichern? Gibt es nichts weiteres an Geschichte, oder? Sieht ganz danach aus. Okay, das heißt, wir gehen weiter. Wir dürfen wieder klettern. Ich hasse Klettern. Hab ich das schon mal erwähnt in dem Spiel? Okay, hoch geht's wohl nicht, ne? Nee. Alter. Das könnte der Schrein von Sharak sein. Oh mein Gott. Da soll ich hoch. Kletterpartie ohne Ende, würde ich sagen. So ein Scheiß. Oh Gott, nee. Löli, ich kann dich jetzt schon verstehen. Zu hundertprozentig. Warum du hier wahrscheinlich aufgegeben hast. Das hoffe ich auch. Oh mein Gott. Mein Herz, das rast.
Alter, aber geil, wie das hier aussieht. Wahnsinn. Ich kann es immer wieder nur sagen. Respekt vor den Spieleentwicklern. Okay, hier gibt es wieder ein Laubgebläse. Ist das ungefähr die Mitte? Lauf, Lara, lauf! Okay, Glück gehabt. Wollte gerade sagen, bitte was? Willst du springen? Bist du verrückt? Ich bin dermaßen aufgeregt hier. Ach ja, weil auch. Alter Verwalter. Na, darauf bin ich schon mal gespannt, was ich da zu machen habe. Irgendetwas da damit auf jeden Fall. Ich darf mich vielleicht rumschleudern lassen. Karussellmäßig. Da unten kann ich mich festhalten. Warum? Ah, okay. Deswegen. Scheiße, ne. Ich hab mich schon gewundert, was ist da eine Kletterwand, wenn man da so rüberlaufen kann. Alles klar, dafür. Was sind das für Brücken? Das erinnert mich so ein bisschen an die Insel Yamatai. Im Drachendreieck. Der erste Teil hier mit dieser Lara Croft. Oh, guck an, da geht's rüber. Ich habe jetzt gedacht, ich müsste da hoch. Okay, ich muss da auch lang. Aber das ist ja nämlich irgendwie Yamatai. Da gab es da auch so mit diesen ganzen Rücken und ne, so Bergspitzen ohne Ende. Respekt, momentan habe ich wohl so eine Glücksphase mit den Klettern. Ich hoffe, das hält an. Okay. Wie lange hält das? Dauerhaft oder?
Nee, natürlich nicht. Aber scheinbar lang genug. Als die Truhe, das Bergungsgut brauche ich natürlich überhaupt nicht. Also eigentlich gar kein Grund, darüber zu gehen. Okay, zeitlich abgestimmt. Durch das Gewicht, was da dran hängt. Scheiße, ich muss darüber. Kann ich ja wahrscheinlich so eine Art runterrutschen. Uiuiuiui. Könnte das Charks Blitzaxt sein? Ich verstehe. Okay. Hält das? Nee, eben nicht. Okay. So, das dürfte jetzt halten. Oh mein Gott. Ja! Oh mein Gott! Der Schild ist weg. Nein. Was ist los? Gib mir Koryanka. Koryanka. Der Schild ist nicht mehr da. Dann hat Amaru ihn schon. Er würde nicht riskieren, ihn in die Stadt zurückzubringen. Er muss noch tiefer im Berginneren sein. Okay, ich suche danach. Spüren Sie den Schild auf. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Bei dieser hiesigen Kletterpartie. Oh, ich hab nur das. Okay. Wir haben hier Holz und ein Ding.
1000 Augen. Überlebensinstinkte bleibt aktiv, wenn sie sich in einem Baumkrone oder mit Vegetation bewachsenen Wänden bewegen. Toll, hab ich nicht. Kann ich nichts mit anfangen. Immer diese Amaru. Oha. Heilige Scheiße! Und es geht weiter, es speichert nicht. Das war zu knapp. Und noch mehr klettern, jawohl. Die Spannung bleibt. Was ist, wenn ich jetzt sterbe? Darf ich alles nochmal machen? Och nö. Warum? Das hat doch vorhin schon nicht funktioniert. Okay. Glück gehabt. Die Prüfung ist echt lange. Wobei das jetzt gar nicht mehr zu der Prüfung gehört, glaube ich. Zweimal dasselbe Gemälde. Fuck you. Okay, hier fällt der Boden in sich zusammen. Zwei Minuten haben wir noch. Schaffen wir es noch? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, mit der Aufnahme stimmt alles. Okay, wir müssen wohl darüber springen. Ich sehe sonst nichts anderes. Kamikaze. Okay. Zum Glück haben wir dieses Geschicklichkeit der Affen oder sowas, dass man nicht ständig E drücken muss, um sich festzuhalten. Und es wird weiter geklettert. Wunderbar. Ein Traum für mich. Sag mal, wie weit geht es hier überhaupt noch? Wenn ich jetzt sterben würde, muss ich den ganzen Kram nochmal machen. Das ist doch scheiße. Hier sind wir wieder. Okay. Was?
Keine Mensch, gebt mir einfach ein Lager, damit ich Schnellreise machen kann. Hä? Wie soll ich denn da hochkommen? Leid, Leute, aber ich muss rumgucken. Wie gesagt, ich habe keine Lust, das Ganze nochmal machen zu müssen. Aber ich glaube, mir bleibt keine andere Wahl. Ich werde tatsächlich wohl darüber springen müssen und mir Hakenachs verhelfen müssen. Ob das gut geht oder nicht, das erfahrt ihr im nächsten Teil. Oh mein Gott. Wir sind bei 21,5 Minuten. Was eine Prüfung. Und es hat kein Ende. Unfassbar. Sowas hasse ich. Erst recht auf tödliche Obsession. Wenn man da stirbt und wieder alles von vorne machen darf, das ist echt ärgerlich. Gerade bei diesem anstrengenden Weg. Okay. Wir werden, wie gesagt, sehen im nächsten Teil, ob ich es schaffe mit dem Rüberwerfen der Axt oder nicht und springen ohne zu fallen. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich hoffe, ihr seid mit dabei und ich hoffe, es hat euch bis hierher gefallen. Und gebt mir einen Daumen nach oben und ein Abo, falls ihr noch neu bei mir seid und es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder. Ansonsten noch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Bis dann. Das war von Löhr. Gameplays als Hobby mit The Shadow of the Tomb Raider, The Pillar. Irgendwie Schöpferschild oder sowas. Tschüss.